Hey Leute, ich befinde mich hier auf dem Server von Harrycraft, wo am Wochenende, jetzt am Samstag, mein Special Abonnenten, 7000 Abonnenten Special stattfinden soll. Und zwar möchte ich hier ein Event veranstalten, wo der Gewinner dann natürlich wieder was von mir bekommt, wie immer. Und zwar habe ich diesmal zu vergeben das Spiel. Moment, ich muss selber mal gucken. Far Cry 3 Blood Dragon, das ist unabhängig von Far Cry 3. Es ist eine Ergänzung von Far Cry 3, aber man braucht nicht Far Cry 3, um es zu spielen. Wer Far Cry 3 schon kennt, kann sich schon mal vorstellen, was darunter kommt. Wer es noch nicht kennt, kann sich auf Steam informieren. Mal gucken, schon mal einer tot. Ja, hier auf Harrycraft, was eine Art Plug-in-Game ist, das natürlich niemand runterladen kann, sondern das gibt es wirklich nur hier auf Harrycraft, insbesondere weil es sehr kompliziert programmiert ist und man auch dazu einen Root-Server braucht. Ist es kein normales Plugin und es gibt es natürlich nur hier. So, ihr seht hier, ich habe ein Schild in der Hand. Wenn ich dieses Schild rechtsklick mache, dann kann ich mir aussuchen, dass ich auf diesen Server komme. Hier gibt es einen Beta-Test-Server und einen Alpha-Test-Server. Der Alpha-Test-Server geht momentan nicht und im Beta-Test komme ich nicht rein, weil die Leute schon spielen. Sobald die... jetzt sind sie fertig, jetzt kann ich rein. Ich guck mal, ob noch einer kommt. Man muss mindestens zu viert sein, um dieses Spiel spielen zu können. Momentan sind wir leider zu dritt, das heißt, es fehlt noch einer. Sobald es losgeht, kann... Ah, da ist 101. Ist der Admin übrigens von diesem Server und ein Programmierer, wenn ich mich nicht irre. Einer der Programmierer, so. Ja, geht's los. Man sucht Kisten. In der ersten Runde sucht man Kisten. In diesen Kisten befinden sich Waffen, Klamotten, alles Mögliche. Indem man sich im Team abspricht, gibt man dann in der zweiten Runde die Sachen, die man hat, nicht alle, aber das, was notwendig ist, an den Meister. Das ist meistens der. Das steht auch im Chat, wer das ist. Das ist Harry Potter. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, wer hier der Meister ist, wie die heißen. Das habe ich. Oh, es geht los. Ja, die Meister bekommen dann halt die Waffen, kann man abgeben, indem man Q drückt. Diese Anleitung erhaltet ihr dann. Jetzt muss ich mich wieder aufs Spiel konzentrieren und ich werde wieder keine Kiste sammeln, weil wenn ich aufnehme, dann kann ich mich nicht auf alles konzentrieren. Das ist richtig mies. Okay, hier sieht es wieder nicht aus, als würde hier irgendwo eine Kiste sein. Habe ich wieder den falschen Weg genommen. Ja, dann wird ein Meister ausgewählt, der kann dann die Sachen bekommen. Man sollte aber ihm nicht alles geben, deshalb sollte man das möglichst im TS oder sonst wie absprechen. Dann beginnt die dritte Runde, das ist der Kampf. Oh, hey, nimm's. Cool, ihr seht, ich habe jetzt ein Lederboot und ein Holzschwert. Wenn ich jetzt Meister werde, verliere ich leider die ganzen Sachen. Das ist natürlich blöd, aber ich hoffe, dass die anderen auch Kisten gefunden haben. Wenn ja, kriege ich entsprechend die Sachen von denen zurück. Jetzt muss ich gucken, wer Meister wird. Noch 10 Sekunden zum Sammeln. Sobald es fährt. Oh, ich muss das Schwert verstecken. Ne, das ist die eine Fackel. Seht ihr, ich bin jetzt der Meister und der Meister heißt hier Harry. Und? Oh, Mist. Tom ist irgendwie gestorben, wie auch immer er gestorben ist. Jetzt hätte man natürlich in der vierten Runde kämpfen müssen. Ja, und wenn der Meister stirbt, dann ist die Runde vorbei. Gewonnen hat dann natürlich derjenige, der es überlebt hat. Ich glaube, die Rangliste, die es dann am Event gibt, ist so aufgebaut, dass der, wo die meisten Kills hat. Bin mir aber nicht sicher, ob das so ist. Das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Wir werden uns alle in einem Teamspeak treffen und dort wird alles besprochen und die auch erklärt, wie es funktioniert. Ihr seht, wir können hier schon mal rumalbern, passiert aber nichts, solange das Spiel nicht begonnen hat. Passiert hier gar nichts und es zählt auch nichts. So, eine Runde spielen wir noch. Und dann war es das mit dem Video. Ich wollte jetzt eigentlich nur das Event ankündigen am Samstag. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das Event findet statt jetzt am Samstag um 18 Uhr hier auf harrycraft.de auf diesem Server. Treffpunkt ist natürlich die Lobby. Wenn alle da sind, beginnen die Spiele. Zu einem festen Zeitpunkt, da müssen wir gucken, Viertel nach 18 Uhr oder Viertel nach 6. Das ist das gleiche, ja, ich weiß. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen wir das vorher im TS alle uns treffen, damit das auch alles funktioniert. Ihr seht, da drüben ist noch eine Kiste, wenn ich Glück habe.
Habe ich auch. Oh ja, Enderperlen kann ich teleportieren. Das ist geil. Und was zu essen. Wunderbar. Aber die Enderperle nutze ich erst, wenn es soweit ist. Und dann lasse ich mich natürlich auch teleportieren. Oh, ist da eine Kiste jetzt an drauf. So. Ja. Ja, natürlich gibt es noch viele, viele Möglichkeiten hier in dem Spiel noch. So mit Zauberstäben, Zauberbüchern und so. Das ist jetzt nicht so ersichtlich, weil wir zu wenig Spieler sind. Wenn natürlich mehr Spieler sind, gibt es natürlich mehr Kills und dadurch gibt es auch mehr Möglichkeiten. Weil der Meister dann nicht so schnell getötet wird. Okay, Monat 1 ist der Meister. Ich glaube mit Kuh. So. Und das kriegt er von mir. Den Kuchen behalte ich selbst. Ne, den kriegt er auch nochmal. So. Ja, jetzt könnten wir eigentlich, wenn wir mehr Spieler werden, den Meister beschützen. Die Weitergabephase endet jetzt in 20 Sekunden. Und ihr seht, der Bug mit dem Unsichtbar, den wir damals hatten, ist vorbei. Das finde ich klasse. Nur irgendwie, dass die jetzt den Boden versinken. Naja, das liegt an Minecraft übrigens, nicht an dem Server. So, jetzt beginnt der Kampf. Jetzt müssen wir die Leute killen. Die Uhrzeit und so habe ich gesagt. Oh, der hat ein rotes Schwert, der Dreckskerl. Fuck, ich gehe jetzt nicht schwimmen. Nein! Fuck, nicht! Ah. So, ich bin gestorben. Das finde ich auch klasse gemacht hier mit dem, ja, mit der Hölle, wo man landet, wenn man stirbt. Um zum Spiel zurückzukehren, begib dich zum Leben noch ein bis zum Wiederbeleben. Wo ist denn der verdammte Teleporter? Fuck! Ach, da oben ist der Teleporter, oder was? Wahrscheinlich funktioniert das noch nicht, ich weiß es nicht. Ach, okay, der Server war vielleicht nicht erreichbar. Ja, okay, dann wird man hier in die Lobby teleportiert, wo wir uns auch dann treffen. So, ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Samstag auch auf dem Event sehen. Und auch jetzt schon möchte ich mich für alle bei allen Abonnenten bedanken. 7000 Abonnenten ist eine großartige Leistung und ohne euch würde es diesen Kanal wirklich nicht geben. Also, deswegen kommt auf zum Event und mal schauen, wie viele Leute drauf passen auf den Server. Bin ich mal gespannt. Hey, also, zahlreich kommen und desto spannender ist auch das Game. Und es wird noch eine Vorstellung von HeroCraft extra geben, wo Monat 1 noch mal erklärt, wie das Spiel geht und was da alles passiert. So, jetzt muss ich mich mit Monat 1 verabsprechen, was wir am Turnier alles machen werden. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß hier auf YouTube. Macht's gut, euer Felicado. Bye, bye.